Heute also ein Video zur Frage, was ist Bushcraft? Bleibt dran! In den letzten 4 bis 8 Wochen circa wurde ich extrem oft angeschrieben und gefragt, was ist eigentlich Bushcraft? Weil ganz im Ernst, woher soll ich das genau jetzt wissen? Falls es noch niemandem aufgefallen ist. Die Frage ist aufgekommen, da es offenbar vermehrt auf Facebook und auf anderen YouTube-Kanälen erst zu dieser Diskussionsrunde gekommen ist und die Leute angefangen haben zu sagen, sie möchten das Ganze definieren. Sie möchten also klar strukturieren, was ist Bushcraft und was nicht. Einfach um mal ein paar Punkte aufzuführen für die, die das Ganze überhaupt gar nicht mitbekommen haben, um was es denen eigentlich genau geht. Zumindest so wie ich das verstanden habe. Und zwar versuchen sie herauszufinden, ob dieses Wildcampen, also das Rucksackpacken, rausgehen, Zeltlager errichten, grillen, wieder zusammenpacken und nach Hause gehen, ob das eigentlich Bushcraft ist. Oder ob vielleicht sogar es schon ausreicht, wenn ich einfach nur gerne in die Natur rausgehe, mir einen Tee koche und dann wieder nach Hause gehe, ob das Bushcraft ist. Oder aber, ob das laut den Hardlinern so funktioniert, dass Bushcraft eigentlich definiert ist mit den Worten Leben von, mit und aus der Natur. Das bedeutet, die Jungs, die haben überhaupt gar nichts dabei und tun sich alles handwerklich draußen aufarbeiten und herrichten und versuchen so ihr Leben draußen besser zu gestalten. Und jetzt gibt es da natürlich ein kleines Problem. Was nun wohl öfters mal gefragt wird, ist dann von den Hardlinern, wenn du jetzt einfach nur rausgehst und einen Tee im Wald trinkst, warum benennst du das Ganze Bushcraft, wenn es in Wirklichkeit einfach nur in den Wald gehen ist und einen Tee trinken? Die anderen sagen, warum soll Wildcampen, also jetzt wirklich mit viel Ausrüstung, eine richtige Materialschlacht draußen im Wald und sich dann ein Zeltlager errichten, warum benennst du das Bushcraft, wenn es doch eigentlich Wildcampen ist? Wiederum andere sagen, wenn du also rausgehst und nur von mit und aus der Natur lebst und dir dein Werkzeug selber herrichtest, ist das dann nicht eigentlich viel mehr Survival und hat mit Bushcraft eigentlich gar nichts zu tun? Wenn man jetzt jeden dieser Punkte einzeln für sich nimmt, mag wohl jede Seite auf ihre Art und Weise Recht haben und vielleicht auch auf der anderen Seite Unrecht haben. Die Frage ist jetzt nur, wer definiert das tatsächlich? Wer bestimmt, was was ist und warum muss es überhaupt bestimmt werden? Oder vielleicht ist ja die ganze Problematik auch nur dem kommerziellen Hintergrund geschuldet. Weiß es nicht. Wie seht ihr das? Ich bin eigentlich echt heilfroh, dass ich Survival betreibe, denn da gibt es diese Definitionsprobleme nicht, denn das ist tatsächlich klar definiert. Denn glaub es oder glaub es nicht, Survival bedeutet Überleben. Oder hast du schon mal irgendwie halb überlebt? Das heißt, die Definition kommt schon über den Namen. Stopp. Ist das dann bei Bushcraft eigentlich nicht auch so? Ich muss gestehen, dass mir das persönlich eigentlich egal ist, ob das jemand jetzt Bushcraft, Survival oder Wildcampen oder im Wald Tee trinken nennt. Ja, mir ist das total Wurst. Für mich ist wichtig, dass Leute rausgehen, Spaß haben an dem, was sie tun, sich an der Natur erfreuen können und vielleicht kommt sogar noch irgendwas Gutes dabei rum, indem sie uns irgendein neues kreatives Video zeigen, wo wir alle noch was lernen können davon. Oder vielleicht können sie mit ihren Videos Menschen inspirieren, ihnen es gleich zu tun, um so ein bisschen wieder Ruhe und Kraft in der Natur zu finden. Aber wie seht ihr das? Seht ihr das auch so locker wie ich, dass es euch eigentlich egal ist? Oder seid ihr da jetzt jemand, der das wirklich gerne mehr definiert haben möchte, weil er sich jahrelang irgendetwas angeeignet hat und das dann nicht verwischt haben möchte? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Und bis ihr euch alle entschieden habt, was was ist, wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Survival-Videos. Hier wären noch 2, falls ihr die nicht gesehen habt. Oder dann mit meinen ganzen Fotos auf den Social Medias. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Abonniert, falls ihr noch mehr davon sehen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.